WhatsApp ermöglicht Vorschaudokumente wie Fotos und Videos. Hallo liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bei guter Gesundheit und in einem glücklichen Zustand. Heute mit Ihnen ein neues Video und es wird WhatsApp ermöglichen, Dokumente wie Fotos und Videos in der Vorschau anzuzeigen. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und lass uns jetzt der Erklärung folgen. Diese neue Funktion hilft sicherzustellen, dass die Fotos und Videos, die Sie über WhatsApp senden, ihre ursprüngliche Größe, ihr Gewicht und ihre ursprüngliche Qualität nicht verringern. Mit jedem Update schafft es die Instant Messaging App, neue Funktionen hinzuzufügen, die für uns sehr nützlich sein werden. Dank Beta-Versionen, die bereits bei einigen Premium-Benutzern die Runde machen, wurde nun bekannt, dass WhatsApp bereit ist, eine Vorschau der in seinen Chats gesendeten Dokumente anzubieten. Das bedeutet, dass Sie den Inhalt der Dateien sehen können, bevor Sie sie auf das Mobiltelefon herunterladen. Dies bringt mehrere wichtige Vorteile mit sich. Zunächst einmal ist es für uns nützlich, wenn wir in einer Gruppe sind, in der viele Dokumente geteilt werden, die uns manchmal nicht interessieren, aber sobald wir darauf klicken, um es zu überprüfen, wird die Datei automatisch heruntergeladen. Etwas, das uns später die Kämpfe um Erinnerung und Raum bringt. Aber das zweite und vielleicht attraktivste Feature ist, dass Fotos oder Videos als Dokumente versendet werden können, ohne ihre ursprüngliche Qualität zu verlieren. Es ist allen bekannt, dass WhatsApp die Abmessungen von Fotos und Videos reduziert, wenn sie über seine Chats gesendet werden. Vorschau in WhatsApp, wie wirkt es sich auf Fotos und Videos aus? Es ist Ihnen bestimmt schon einmal aufgefallen, dass Sie ein sehr wichtiges Foto teilen möchten. Eines, das mit einer hochwertigen Kamera für Ihr Handy aufgenommen wurde. Aber wenn Sie sich an Ihren Freund oder Freund wenden, ist die Qualität nicht mehr dieselbe. Vergrößern zeigt den Unterschied. Dies liegt daran, dass WhatsApp das Gewicht der Dateien komprimiert, um einen reibungsloseren Betrieb zu gewährleisten. Mit der Dokumentenvorschau in WhatsApp soll sich das jedoch ändern. Das Beste ist, wenn das Video oder Bild für Sie nicht von Interesse ist oder Sie es nicht in hoher Qualität herunterladen möchten, können Sie mit der nächsten Vorschau den Inhalt der Datei überprüfen, bevor Sie eine etwas schwerere Datei zulassen herunterladen. Für große Downloads ist es praktisch, ein gutes Datenpaket zu haben. Mit Telcel Max No Limit Plan können Sie beispielsweise WhatsApp unbegrenzt mit Raute Telcalabestret-Verbindung mit höchster Abdeckung und Geschwindigkeit nutzen. Welche Version von WhatsApp wird eine Vorschau in den Dokumenten haben? Laut Barbita Info hat derzeit nur WhatsApp für Android 22. Mai 2011 die aktive Vorschaufunktion. Diese Version ist eine Beta-Version, was bedeutet, dass sie nicht für alle Benutzer verfügbar ist. Diese Releases sind im Allgemeinen Test-Releases und enthalten daher neue Funktionen, die vor ihrer offiziellen Veröffentlichung getestet werden. Derzeit gibt es keine solche Vorschau und wenn Sie ein Dokument erhalten, können Sie nur den Dateinamen und die Erweiterung, Dateityp, des Dokuments sehen. Die gute Nachricht ist, dass alles darauf hindeutet, dass ein solches Update-Board in den Anwendungen aller Benutzer wirksam wird. Es ist nur eine Frage des Wartens, denn die Vorschau von WhatsApp-Dokumenten wird sicherlich bald in Ihrer Handfläche verfügbar sein. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Ansehen und wir sehen uns in einem neuen Video.